anderen Sonntagsredner erst gar nicht zu Lobreden formieren, war ihnen schon entzogen. Ich habe von ihm auch schon so testamentarisch vorbereitet. Und für mich ist es fast wie ein Schlussakkord wie Till Eulenspiegel, nicht? Der Mann hat doch Humor gehabt, nicht wahr? Also die Philharmoniker haben sehr musikalisch und auch rein was das Verdienen betrifft, um ihn geweint. Ich wusste ja, was ich zu tun hatte. Es gab vorbereitete Pläne und ich war dann 2,5 Stunden später in Salzburg. Ich habe sofort sein Flugzeug bereitstehen lassen in Zürich, bin rübergeflogen, habe noch per Telefon gewisse Dinge angeordnet, noch von meinem Wohnort aus, im Auswechseln der Schlösser in seinen Büros und so weiter. Das war ein Anruf abends, so gegen 20 Uhr. Und wir haben dann möglichst alles klar gemacht, haben Speditionen bestellt, sind nächsten Tag nach Anif gefahren und haben dort die komplette Technik in einem relativ langen Tag allerdings ausgebaut und nach München gebracht. Das Rohmaterial habe ich nach der Fertigstellung vernichten lassen, weil ich nicht wollte, dass zu einem späteren Zeitpunkt jemand die Möglichkeit hat, an dem Material rumzuschnipseln. Im Zweifelsfall geht es immer um Kommerz. Im Zweifelsfall geht es immer daraus, wir haben jetzt das und was anderes wollen wir nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es wird doch so viel aufgehoben. Also das würde ich zum Heulen finden. He died happy, knowing that he had made this great body of work and that it would be released. And for me it's an enormous satisfaction that our work is now not confined to a very small circle, that we can give the beauty of the world, and especially the beauty of Beethoven music, to all the world. He had this plan to take advantage of his great skill as a pilot, in which he was going to fly around the world in one large publicity junket to landing in key cities and introducing his new audiovisual products to an expectant and eager public. Es gibt viele große Dirigenten, die gestorben sind, die leiblich gestorben sind und wirklich tot sind, künstlerisch tot sind. Karajan nicht. Der lebt nach wie vor, der ist unter uns, der ist da. Das ist sensationell. Weil gerade Fernsehen und Musik für ihn eigentlich eine Passion war, die er gelebt hat, wo er auch wie kein anderer sein eigenes Geld und seine eigene Zeit und seine ganze Energie hineinversetzt hat, mehr als das je ein anderer Künstler in diesem Metier getan hätte. Ich glaube ja daran, dass man mehrere Leben haben wird. Ich kann Ihnen sagen, ich komme ganz, ganz sicher zurück. Ich finde das Wort von Goethe so schön, der sagt, wenn mir mein Inneres so viel zu geben hat und mein Körper verweigert wird im Dienst, dann hat die Natur die Pflicht, mir einen anderen Körper herzustellen. Da bin ich wirklich voll seiner Meinung.